Er ist für die Tore zuständig. Ah, oh, da geht er vorbei. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt vielleicht. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Der Rückstand ist natürlich jetzt schon deutlich. Ja, und so wird's wohl heute nichts werden mit dem vorzeitigen Aufstieg. Sie müssten dieses Spiel gewinnen und danach sieht's im Grad mal gar nicht aus. Tolles Tor, den platziert er direkt neben dem Pfosten. Und da hat der Torwart keine Chance. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Tejes. Jetzt müssen sie aufpassen. Nasri. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Jetzt die Eck und er schießt. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Mariano. Und jetzt die Chance. Und da klingelt es im Kasten. Da läuft der Ball gut und dann kommt der entscheidende Pass. Das Tor dann eigentlich nur noch Formsache. Und den Ball wollte er genau so machen. Klasse. Da war für den Torwart aber auch gar nichts zu halten. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Dembélé. Das könnte die Chance werden. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und da verlieren sie den Ball. Nasri. Abwehr hat aufgepasst. Dembélé. Wird's jetzt gefährlich. Da schießt er. Da macht er ihn rein. So, jetzt ist nochmal Drama in Sachen Aufstieg. Sie haben den Ausgleich. Wenn Sie jetzt gleich noch den Siegtreffer nachlegen, dann steigen Sie heute doch noch vorzeitig auf. Oh, das ist ein ganz seltener Moment für ihn. Ja, sonst ist der Abwehrspieler natürlich eher für das Tore verhindern zuständig. Aber hier macht er es selbst. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Maicon. Nasri. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kann er ihn stoppen. Mossoro. Es gibt 3 Minuten obendrauf. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Anderson Talisca. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Gomis. Schießt er ihn rein. Mariano. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Viele Tore in Halbzeit 1. 4 an der Zahl. Und dann auch noch gleichmäßig verteilt. Es steht 2:2. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Jetzt wird's gefährlich. Und er gibt abseits. Das war eng. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Wird das eine Torchance? Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ball soll zu Griezmann. Da kann er ihn stoppen. Lingard. Anderson Talisca.
Mädel. Da wäre Platz für den Konter. Gomis. Und jetzt der Schuss. Der wäre gut gekommen. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Es bleibt beim Unentschieden. Den hat er richtig gut abgewehrt. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Klasse Pass. Das sieht gut aus. Jetzt vielleicht. Und da zeigt er seine ganze Klasse. Kommt raus und pflückt dem Angreifer den Ball vom Fuß. Perfekt getimt, diese Aktion. Da verlieren sie den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ja, da ist Platz jetzt. Flanke jetzt. Lingard. Jetzt ist Platz für den Konter. Anderson Talisca. Klasse Technik. Gündogan am Ball. Lingard. Schöner Pass jetzt, Griezmann. Tejes. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Anderson Talisca. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Schussversuch. Super gemacht vom Torwart. Da hat er super reagiert. Weiter also unentschieden. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Gündogan am Ball. Mossoro. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Wird das jetzt? Jetzt der Schuss! Und das Tor! Sie liegen jetzt vorne und wenn es dabei bleibt, dann ist das der vorzeitige Aufstieg. Aber der Vorsprung mit einem Tor natürlich auch denkbar knapp. Die Nummer ist noch nicht durch. Normalerweise macht er seine Tore lieber mit dem anderen Fuß. Stimmt, Wolf, aber er hat hier vollkommen richtig entschieden. Er hat es mit dem Schwächeren gemacht. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Dembélé. Jetzt müssen sie aufpassen. Lingard. Nun Nasri. Visca. Gutes. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Nun Medel. Visca. Wird's jetzt gefährlich? Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Der Freistoß, klare Sache. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Ganz klar, so richtig schnell gehen muss es für sie jetzt nicht mehr. Aber das ist ja verständlich. Sie liegen vorn und wollen das Ding irgendwie über die Zeit bringen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Hector Bellerin. Weiter geht es mit einem Einwurf. Er spielt den Pass auf den Flügel. Und ist das der Ausgleich? Sané! Brillant gemacht! Jetzt sieht es in Sachen vorzeitiger Aufstieg nicht mehr ganz so gut aus. Ja, wenn es bei diesem Unentschieden bleibt, dann wird es heute nicht klappen. Aber es ist nur ein Tor, also Ruhe bewahren. Noch ist alles drin. Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung, Buschi. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann Kindergeburtstag. Das könnte gefährlich werden. Wichtige Aktion. Dembélé. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Sané. Da holt er den Ball zurück. Antoine Griezmann. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene. Fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Anderson Talisca.
Schlussphase läuft. Gelingt Ihnen hier noch der Lucky Punch? Ein Treffer, ein Tor würde ja reichen. Dann hätten Sie den Aufstieg sicher. Vielleicht geht das noch. Da kommt der Pass. Guter Steilpass. Jetzt vielleicht. Ah, die Flanke ist zu weit. Super abgewehrt hier. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Weg ist der Ball. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Sané! Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Anderson Talisca. Da müssen Sie aufpassen. Doch noch die Führung. Wahnsinn, das muss es doch eigentlich sein. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Da hätten sie ihm helfen müssen. Erst hält er noch klasse, aber dann, was soll er machen, wenn die Verteidiger pennen? Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Griezmann. Maicon. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Tejes. Marçal. Anderson Talisca. Ganz einfach an den Ball gekommen. Da hat er sich vielleicht doch etwas zu viel vorgenommen. Die Entfernung war zu groß. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Den Aufstieg in Liga 6 kann Ihnen jetzt keiner mehr nehmen. Und auch den Titelgewinn haben Sie weiter im Visier. Was für eine Spielzeit. Wie hast du die heutige Leistung von Samir Nasri gesehen? Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende.